So, hallihallo, moin moin und good day, sagt der Däne aus der Husum, der grauen Stadt am Meer, die heute Abend, und heute Abend überhaupt nicht grau, sondern sozusagen hell erstrahlt. Hier wird gerade Energie vom Himmel runtergejagt und Energie ist natürlich ein Thema für uns, denn die Veranstalter sagen, wir wollen uns mit der Energie und mit der Frage, wie können wir sie eigentlich wohin transportieren, wie machen wir das, beschäftigen. Wir haben dafür klassischerweise 6 Stunden Zeit eingeplant. Nee, aber so eine gute Stunde. Aber lassen Sie sich begrüßen, sozusagen von einem der Häuptlinge. Ich gebe weiter an Axel Wiese, bitte. Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Axel Wiese. Ich leite die Netzwerkagentur Erneuerbare Energien und ich begrüße alle Teilnehmer und es kommen immer noch mehr dazu zu dieser gemeinsamen Veranstaltung vom Landesverband Erneuerbare Energien und dem Netzwerk Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein. Wir wollen das Community-Treff einmal im Quartal durchführen zu aktuellen Themen und freuen uns heute, das für dieses Jahr starten zu können. Von meiner Seite nur noch ein, zwei kurze technische Hinweise. Sie sollten alle ein kleines Webinarfenster haben mit einem roten Pfeil. Mit dem roten Pfeil können Sie das Fenster auf- und zuklappen. Und wenn das Fenster aufgeklappt ist, dann sehen Sie auch den Chat. Und das ist die Möglichkeit, über die Sie mit uns kommunizieren können. Über den Chat können Sie Fragen eingeben während der ganzen Veranstaltungen, zum Beispiel auch Verständnisfragen oder nachher, wenn wir in den Diskussionsteil kommen, dann auch inhaltliche Fragen. Unsere Technik schaut sich diese Fragen dann auch an und leitet die an uns weiter, sodass wir die auch immer gut sehen können. Das ist der eine Hinweis. Der andere Hinweis ist, dass wir am Ende der Veranstaltung ein Networking geplant haben. Dazu wechseln wir in ein anderes Tool oder Werkzeug, wonder.me. Dazu haben Sie in der Einladung alle auch schon einen Link bekommen. Wenn Sie darauf klicken, kommen Sie genau in dieses in den Netzwerkraum für unsere Veranstaltung. Der Link ist jetzt aber auch schon im Chat zu sehen. Das wäre für Sie ein guter Test, dass Sie den Chat sehen. Frau Rosenburg hat das gerade an alle geschrieben. Und wenn Sie nachher auf diesen Link klicken, werden Sie automatisch direkt in die Netzwerkveranstaltung geschickt. Und da wird Ihnen alles Weitere erklärt. Und Carsten Koch wird am Ende auch noch mal was sagen. Ich gebe zurück an Carsten Koch und wünsche Ihnen und uns eine spannende Veranstaltung und freue mich auch auf das Netzwerk mit Ihnen im Anschluss. Ja, prima. Dann nochmal ein herzliches Willkommen. Ich habe nebenbei mein Handy hier auch laufen und ich dachte, was ist das denn für ein Chat? Gerade stand da drin, Frau Merkel schreibt, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, aber sie hatte nur eine Mitteilung an Herrn Laschet geschickt. Wenn sie mit dabei wäre, wäre es vielleicht auch ganz spannend für uns hier. Was haben wir vor? Wir wollen Ihnen zwei Inputs geben, zwei verschiedene Blickrichtungen rund auf unser Thema und rund um unser Thema. Wir wollen in einer kleinen Runde natürlich auch nachher diskutieren. Und einer, der da mitdiskutiert, ist auch jemand, der ein, zwei, drei Fäden in der Hand hat. Möglicherweise nicht alle, weil er braucht auch Fäden, damit er was in der Hand zu halten hat. Das sind zum Teil ja auch wir hier in Husum. Das sind die, die Weichen stellen. Das sind die, die möglicherweise sagen, wir haben da das Angebot. Liebes Land, koordiniert das mal. Und das ist Tobias Goldschmidt, seines Zeichens Staatssekretär. Wir haben gestern miteinander geschnackt und eigentlich steht im Programm ein Grußwort. Aber ich finde ein Grußwort eigentlich unsinnig, weil Sie sind unser Gesprächsteilnehmer, Sie sind aber auch unser Inputgeber. Und deshalb an Sie, Herr Goldschmidt, gleichzeitig erstmal ein freundliches Moin. Wahrscheinlich auch in Kiel in der 14. Etage des Hochhauses genauso viel Sonne. Absolut, Sie die habe ich sind in aber. der 10. Etage, glaube ich, ne? Genau, in der 14. sind die Wasserbauer mit der schöneren Aussicht. Herr Goldschmidt, wie sind wir aufgestellt, wenn wir uns rund um das Thema Strom- und Gasnetze angucken? Wir könnten ja wahnsinnig viel in Schleswig-Holstein, wir könnten auch zwei- oder dreimal vieles machen, aber immer muss irgendwas irgendwo hin und es muss auch über Schleswig-Holstein vielleicht hinausgehen. Vielleicht bringen Sie uns mal auf den aktuellen Stand. Ich weiß nicht, ob mit Zahlen, ob mit Bildern oder ob mit, ja, Ihren Worten. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung an die Netzwerkagentur Erneuerbare Energien. Bin gerne gekommen und freue mich auch über den Titel der Veranstaltung, der ja
heißt Zukunft der Netze, Fragezeichen. Und darin steckt ja, dass Netze eine Zukunft haben. Ich bin davon felsenfest überzeugt, dass das, was wir vorhaben, nämlich Dekarbonisierung der gesamten Wirtschaftsweise und unserer Gesellschaft, dass das nur mit starken Netzen tatsächlich funktioniert. Und die Zeit der Entweder-oder-Fragen der Energiewende ist ja auch ein Stück weit vorbei. Eine ganz große Entweder-oder-Frage ist geklärt. Die Frage, ob wir unsere Energie mit Kohle und Atom und flüssigen Kohlenwasserstoffen aus dem Ausland decken wollen oder mit erneuerbaren Energien. Es ist ja ganz klar entschieden, spätestens bis 2050 hat hier nichts anderes mehr etwas zu suchen an Energieformen als erneuerbare Energien. Und auch andere Entweder-oder-Fragen sind geklärt. Die Frage, wollen wir das alles dezentral organisieren oder zentral organisieren, ist geklärt mit sowohl als auch. Die Frage, wollen wir eigentlich eine All-Electric Society oder wollen wir eine Wasserstoffrepublik sein, ist geklärt. Es ist weder das eine noch das andere, sondern beides. Die Frage, wollen wir unseren Strom mit PV und Wind oder Wind erzeugen, wollen wir unsere Landschaft verspargeln oder wollen wir sie verspiegeln, ist geklärt. Wir werden wohl beides tun müssen und beides ist auch richtig und wichtig, wenn wir auf dem Niveau weiterleben wollen und wirtschaften wollen wie bisher. Wir brauchen die erneuerbaren Energien. Die Frage, wie schnell wollen wir beim Klimaschutz sein, ist auch weitgehend geklärt. Wir müssen sehr, sehr schnell sein. Höchstens noch 29 Jahre bis zur Klimaneutralität, möglichst schneller, um auf das 1,5-Grad-Ziel zu kommen. Und was wir dafür tun müssen, sind aus meiner Sicht vier große Säulen und keine Säule funktioniert ohne die anderen Säulen, wenn wir zur Klimaneutralität in der notwendigen Geschwindigkeit kommen wollen. Das ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, der sozusagen das Tempo des Ganzen bestimmt. Ohne die erneuerbaren Energien massiv zuzubauen, können wir uns die Folgediskussionen weitgehend sparen, weil wir gar nicht die erneuerbaren Energien dann haben, mit denen wir dekarbonisieren können. Der zweite Punkt, die zweite Säule ist die Effizienz. Wir müssen runter von den hohen Verbräuchen, damit wir überhaupt die Chance haben, unseren Lebensstil so weiterführen zu können mit erneuerbaren Energien, dass wir überhaupt genug produzieren können. Der dritte Punkt ist, wir müssen die verschiedenen Sektoren zusammendenken. Wir können nicht nur im Stromsektor denken, sondern wir müssen übergreifend denken, die verschiedenen Verbrauchs- und Erzeugungssektoren zusammendenken und auch die entsprechenden Netzinfrastrukturen und Marktregularien zusammendenken. Und der vierte und ebenso wichtige Punkt ist, wir müssen eine Zukunft für unsere Infrastrukturen beschreiben. Das ist die Strominfrastruktur, wo wir schon sehr gut sind, aber es ist auch die Gasinfrastruktur, die vor massiven, großen Veränderungen stehen wird, weil nicht mehr jede Gasinfrastruktur künftig gebraucht wird, dafür aber vielleicht andere Gasinfrastrukturen entstehen müssen. Man muss also die Frage stellen, wie wollen wir eigentlich den Rückbau und wie wollen wir den Ausbau und den Umbau auch ein Stück weit finanzieren. Das ist ja auch verbunden mit der Frage einer gemeinsamen oder einer getrennten Erlösobergrenze, die gerade in Berlin diskutiert wird, wenn es um die Schaffung von Wasserstoffnetzen geht. Wie sieht das eigentlich mit den verschiedenen Netzinfrastrukturen aus? Was sind da die Themen, die sicher hier heute in der einen oder anderen Form ja auch noch zur Sprache kommen werden? Bei dem klassischen Stromnetzausbau ist es so, dass wir zum Beispiel mit der Westküstenleitung ja sehr stark und gut gezeigt haben, dass es eben funktionieren kann, auch im flachen Land Stromleitungsinfrastrukturen vergleichsweise schnell zu errichten, auch im Einklang, weitgehend Einklang oder zumindest im Verständnis der Bürgerinnen und Bürger. Das ist das Westküstenprojekt gewesen, was auch bundesweit ja beachtet wird, wie wir das im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern gemacht haben. Aber das ist nicht das Ende des Netzausbaus in Schleswig-Holstein gewesen. Wir haben ja sehr ambitionierte Pläne, was den Ausbau der Windenergie angeht. Jetzt im ersten Schritt auf 10 Gigawatt mit der aktuell vorliegenden Regionalplanung und Offshore wird sehr viel kommen und auch hier im Land angelandet werden, sodass wir jetzt eigentlich schon über das nächste Netzausbauprojekt ganz konkret reden. DC25 heißt das, eine Gleichstromverbindung aus dem Raum Heide nach Nordrhein-Westfalen. Da sind wir, das ist gesetzlich schon bestätigt, der vordringliche Bedarf vom Gesetzgeber. Da sind wir jetzt in der Anfangsphase des Projektes zusammen mit Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
Wir sehen auch im Netzentwicklungsplan dann schon die nächsten Projekte auf uns zukommen. Da ist ein Projekt von Heide Richtung Schwerin, einmal quer durchs Land, auch eine Gleichstromverbindung, die in der Diskussion ist. Wir sind an der Ostküste dabei, das Höchstspannungsnetz entsprechend auszubauen. Und es ist auch absehbar, dass auch im dahinterliegenden Netz, in den Verteilnetzen und in den Ortsnetzen Netzausbau stattfinden wird. Der ist nicht immer ganz so sichtbar, ist aber auch eine riesengroße Investitionsaufgabe, die vor uns liegt. Wenn wir E-Mobile fahren, haben wir viel Last im Netz. Wenn wir den Boom der Photovoltaik, den wir ja wollen und brauchen, für die Dekarbonisierung sehen werden, wird das auch zu weiteren Netzausbau in den nachgelagerten Netzen führen. Und das unterstützen wir und finden wir richtig, weil Netz auch immer ein Stück weit Resilienz schafft. Wir haben mit New 4.0 das große Projekt, das Schaufenster- und Leuchtturmprojekt, jetzt abgeschlossen und haben festgestellt, dass es wirklich ein strategisch immens bedeutender Punkt ist, was wir daraus machen und wie wir das operationalisieren, wie wir also mit Hamburg in den Dialog kommen, dass wir energetisch zusammenwachsen und bis in den 2030er Jahren dann auch die gesamte Region voll erneuerbar versorgen. Und auch das sind Netzthemen, Stromnetzthemen und Gasnetzthemen. Und alles hängt in der jetzigen Welt zusammen und ist nicht mehr so starke Trends zu sehen. Und einen Punkt habe ich gerade schon angesprochen, damit will ich es dann auch belassen, ist die Frage der Gasnetzinfrastrukturen. Die werden sich verändern. Ich würde heute nicht mehr empfehlen, wenn ich Bürgermeister wäre und ein Neubaugebiet ausweisen würde, dort Gasnetze zu verlegen. Weil wenn wir dekarbonisieren, können sowieso nur Häuser mit sehr geringen Energieverbräuchen entstehen und da gibt es andere Technologien, da sollte man also nicht mehr mit Gasnetzen, Gasnetzinfrastruktur reingehen. Das heißt, wir werden über Rückbau reden, wir werden auf der anderen Seite über Umbau reden und das muss finanziert werden. Wir brauchen eine Diskussion über das Marktdesign und vernünftigen CO2-Preis. Das ist das, wo wir als schleswig-holsteinische Landesregierung auch immer wieder mit nach Berlin rennen und wo wir alle gemeinsam, das ist ja hier auch eine Netzwerkveranstaltung, im Herbst extrem aufpassen müssen, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen, die nach vorne gucken und die etwas wollen, die sozusagen die technologische Revolution wollen. Das muss in unser aller Interesse sein, als Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, weil wir selber vorne sind mit unserem Unternehmen. Da müssen wir gemeinsam dann in Berlin auch alle aktiv werden und unsere Interessen so formulieren. Vielen Dank für heute. Ich freue mich nachher auf die Diskussion, auf die Veranstaltung und auf die Moderation sowieso. Das zeigt, dass Sie Geschmack haben, Herr Goldschmidt. Eine Mini-Frage. Entweder habe ich es akustisch nicht verstanden oder ich würde es inhaltlich kurz nachfragen. Sie haben gesagt, Netz schafft Resilienz. Ist das richtig? Ja, das sehen wir doch überall. Das sehen wir doch jetzt in der Pandemie. Was würden wir denn jetzt ohne unsere Breitbandnetze eigentlich machen? Wir könnten ja gar nicht richtig mit uns zusammenschalten. Was würden wir ohne die Mobilfunknetze machen? Was würden wir ohne die Stromnetze machen? Hätten wir dann hier diese hohe Stromnetzqualität, diese geringen Ausfallzeiten? Was machen wir, wenn wir beispielsweise bei den Gasnetzen nur eine Leitung haben und uns an der einen oder anderen Stelle das Gas dann abgedreht wird? Nein, Netze bedeuten immer Resilienz. Zeigt sich gerade jetzt auch in der Pandemie. Ich habe ja nur gelernt, ich bin ja Sozialpädagoge vom ersten Beruf und ich habe mal gelernt, Resilienz heißt doch, dass man auch fit ist, wenn es mal schief geht, dass man sozusagen abwehren kann, wenn Skeptiker kommen. Sie haben ja vorhin gesagt, und das wäre meine Frage, die ich nachher auch habe, was alles geklärt ist. Das haben Sie alles aufgezählt. Ist das geklärt, ist dies geklärt? Natürlich wäre zu fragen, was ist noch nicht geklärt? Nehmen Sie sich die Antwort schon mal in Gedanken mit rein, weil es gibt garantiert zwei Doppelpunkte, wo ich sage, das und das wäre noch zu klären. Sie dürfen dann auch nicht sozusagen den Kaffee trinken, ohne dass wir Sie dabei sehen, denn wir wollen zweimal Input bekommen. Sie sehen dann natürlich zu. Ich freue mich, dass Sie da genauso vielleicht neugierig sind und nachher mit diesen beiden Gesprächspartnern auch im Gespräch sind. Wir schalten jetzt rüber sozusagen an Christian Quen. Er ist Head of Partnerships and Political Affairs. Die Hanseberg-Gruppe grüßt herzlich und die Zukunft der Energienetze in Schleswig-Holstein, Stichwort Stromnetz und Gasnetz, Methan und Wasserstoff, ist für uns jetzt mit einem anderen Doppelpunkt versehen. Vielleicht muss da auch noch einiges geklärt werden. Herr Quen, das werden Sie uns vielleicht näher bringen. Ich freue mich auf Ihren Input. Nummer 1, Sie haben das Wort und Sie haben auch das Bild. Bitte schön. In Newton hilft manchmal. Auch einen schönen guten Abend von meiner Seite, Christian Kuhn.
Ja, bei Hansewerk tätig. Ich übertrage auch gleich meinen Bildschirm. Falls Sie sich wundern, warum ich so einen schönen Streifen im Gesicht habe, ich habe das Glück heute Sonne im Büro zu haben und trotz Rollo habe ich diesen halben Sonnenuntergang genau in meiner Fassade. Deswegen sehen Sie das leider so. Gut, kurzer Impulsvortrag sollte es zu Netzen sein. Ich meine, wer passt da in Schleswig-Holstein eigentlich besser als die Hansewerk-Gruppe mit der Schleswig-Holstein-Netz in den kommenden Jahr 12 bis 15 Minuten? Ganz kurzen Überblick über die Hansewerk-Gruppe nochmal, damit wir das nochmal kurz einordnen können. Was machen wir eigentlich dann? Die Energienetze. Herr Goldschmidt hat schon gesagt, beim vierten Punkt, die Infrastruktur ist sehr wichtig. Ich bin eigentlich davon überzeugt, sagen zu können, dass wir der Schlüssel auch eigentlich sind jetzt, damit wir die Energiewende vollenden können. Um dann nochmal ein bisschen den Blick sowohl in die Gas- als auch in die Stromnetze zu liefern, was da in Zukunft der Fall sein wird. Und dann auch noch einen kurzen Ausblick, der dann sicher auch am Ende für die Diskussion noch ein paar Fragen klärt, vielleicht schon ein paar Fragen zumindest aufnimmt. Ganz kurz, bevor wir zum Netzen kommen, vielleicht zur Hansewerk-Gruppe ein, zwei Hinweise nochmal. Links sieht man einmal, wo wir überall aktiv sind. Wir betreiben schwerpunktmäßig die Netzinfrastruktur in Schleswig-Holstein für Strom- und Gasnetze, darüber hinaus in Mecklenburg-Vorpommern und in Nordniedersachsen noch ein Teil des Gasnetzes. Zusätzlich haben wir noch ein großes Heiznetz, auch in Hamburg zum Beispiel. In der Mitte sehen wir ein paar Zahlen. Ich versuche die jetzt auswendig hinzubekommen, weil ich gerade nur die Sprecheransicht habe. Was man aber zum Beispiel sieht, sind die 50.000 Kilometer Stromleitung. Wenn man sich das einmal vorstellt, und die sind alle in Schleswig-Holstein, die Erde hat einen Umfang von 40.000 Kilometer und der Mond hat 10.000 Kilometer. Das heißt, wir würden beide Himmelskörper, würden wir einmal mit unseren Stromnetzen umrundet bekommen. Das ist also schon eine Länge an Stromnetzen, die wir einfach in Schleswig-Holstein haben. Die brauchen wir auch, um zum einen natürlich die Bevölkerung, die Industrie etc. zu versorgen, gleichzeitig natürlich aber auch, um den ganzen erneuerbaren Strom aufzunehmen. Eine Zahl, die mich dieses Jahr extrem stolz macht, sind die Investitionen, die geplant sind. Wir sehen jetzt dieses Jahr dabei 300 Millionen Euro, werden wir dieses Jahr, sage ich mal, in die Erde oder auf Leitungen verbuddeln. Und davon auch, und das macht mich in dem Kreise hier natürlich auch recht stolz, über 200 dann wirklich für neue Energieanlagen und dann gute 90 dann für den Erhalt des jetzigen Stromnetzes. Darüber hinaus, und das ist ein Thema, wo uns auch immer sehr wichtig ist, gerade in einem Land wie Schleswig-Holstein, gute Arbeitgeber zu sein, auch viel Fachkräfte auszubilden, dass wir in Zukunft auch weiterhin die Versorgungssicherheit im Land gewährleisten können. So viel vorab vielleicht einmal zur Schleswig-Holstein-Netz. Ich gehe jetzt eine Slide weiter. Ich hoffe, das funktioniert. Warum habe ich vorher gesagt, die Energienetze als Schlüssel der Energiewende? Ich glaube, wir haben insgesamt drei große Ds, um die Energiewende beziehungsweise zu vollenden noch weiterhin. Das ist einmal das Thema der Dekarbonisierung. Das ist vollkommen klar. Da haben wir genug diskutiert in letzter Zeit. Oder wird aktuell dann das Thema Dezentralisierung. Da, glaube ich, kann man sagen, dass wir in Schleswig-Holstein schon sehr, sehr weit sind im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, weil ich glaube, es gibt wenig andere Regionen, die so viel und auch schon so lange dezentrale Energie aufnehmen und einspeisen und das Thema rund um die Digitalisierung. Ich habe da ein paar Bubbles noch an die Seite, die will ich gar nicht alle vorlesen, aber Sie merken, viele der sogenannten Buzzwords, nenne ich es mal, die im Bereich der Energie umtriebig sind, haben alle auch irgendwo was mit dem Thema Netz zu tun. Und am wichtigsten da wahrscheinlich ist das Thema der Sektorenkopplung. Weil man braucht ein Netz, um, sage ich mal, egal ob von Strom in Wärme oder in die Mobilität, irgendwie braucht es einen Träger der Energie, um von einem Sektor in den anderen überzugehen. Wenn wir uns das mal angucken, wo wir als Hansewerk stehen, aber damit auch eigentlich sinnbildlich für das Thema rund auch in Schleswig-Holstein beim Thema Dekarbonisierung, sind wir Hansewerk schon sehr, sehr weit. Warum? Wir haben, Herr Goldschmidt hat gerade gesagt, 2050 das Ziel der Dekarbonisierung. Wir als Hansewerk haben gesagt, wir wollen da vorne mit dabei sein und haben uns selbst aufgelegt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Und das auch und nicht nur unsere Gebäude oder unsere Mobilität, sondern auch wirklich die Leitungen. Und wie gesagt, über 50.000 Kilometer Stromleitungen, da hat man auch ein paar physikalische Verluste, das ist ganz klar, wollen wir trotzdem so hinkriegen, dass wir die CO2-frei haben. Darüber hinaus in der Dezentralisierung, ich hatte es gerade eingangs schon gesagt, da sind wir in Schleswig-Holstein mit fast 40.000 erneuerbaren Energien, die wir angeschlossen haben, sehr weit vorne. Wenn ich mich mit anderen Netzbetreibern oder Vertretern von anderen Netzbetreibern unterhalte, die haben da alle noch ein bisschen sehr viel Respekt davor, wenn
man, sage ich mal, aus der alten Energiewelt von der Kohlekraft hin mehr an die neuen, auch gerade in Mittel- und Süddeutschland, da übergeht, wie das alles mit der dort zur Verfügung stehenden Netzinfrastruktur schaffen sollen. Das dritte und letzte Thema ist bei der Digitalisierung. Da sind wir noch nicht ganz so weit weg vom Industriedurchschnitt, wie wir sagen, trotzdem da auch führend. Wir haben zum Beispiel auch, und das ist letztes Jahr, das modernste Netzleitsystem der Welt mit E-Base in Schleswig-Holstein eingeführt, was auch sehr wichtig ist, weil natürlich die Netzsteuerung, es ist sehr komplex, hochsensibel, braucht natürlich auch das beste System, um da, wenn irgendwelche Eingriffe ins Netz notwendig sind, etc., da sofort reagieren zu können. Wenn wir uns die Zukunft der Netze nochmal angucken, und ich meine, viele Themen, die Sie da sehen, sind für Sie auch zum Teil nichts Neues, weil gerade Sie im Bereich der erneuerbaren Energien natürlich auch im Bereich oder viele Experten haben. Was wir aber haben, und das muss man sagen, sind eine Veränderung insgesamt. Das heißt, wir haben immer mehr Teilnehmer, wir haben immer mehr Daten, es ist eine Vernetzung. Die Art und Weise der Verbraucher ändert sich. Das heißt, wir haben nicht nur Konsumer, sondern wie es mittlerweile so schön heißt, Prosumer, die dann je nach Tageszeit mal mit den PV-Anlagen auf dem Dach Strom produzieren, dann in der Nacht dann wieder Strom und ins Netz einspeisen. Dann, wenn keine Sonne und keine Sonne dann scheint, dann den Strom natürlich wieder aufnehmen. Verschiedene Verhaltensmuster natürlich, gerade durch die Elektromobilität und dergleichen. Das bringt dazu, dass das Netz an sich und das Steuern des Netzes extrem komplexer geworden ist. Dafür war auch eine oder ist nach wie vor eine sehr große Automation notwendig, um das alles besser hinzubekommen. Themen wie Smart Meter Rollout, da sind wir auch vorne mit dabei. Das haben Sie vielleicht selber bei sich zu Hause schon. Das sind alles Themen, plus auch, und Herr Rötschmann hat es vorher auch schon gesagt, wir waren auch Mitglied bei NEW 4.0, dass wir zum Beispiel versucht haben, über Flexibilitätsplattform Enco das Verbrauchverhalten zu belohnen, wenn man entsprechend der Netzlast und Netznutzung dann seinen Verbrauch entsprechend anpasst. Und eingangs auch schon mal kurz erwähnt, das ganze Thema rund um Sektorenkopplung, sprich vom reinen Strom hin zur Wärme beziehungsweise auch zur Mobilität. Einmal hier Gasnetze, und wir könnten, glaube ich, sowohl über die Gasnetze der Zukunft als auch über die Stromnetze nachher jeweils mehrere Stunden füllen. Trotzdem mal vielleicht ein ganz kurzer Abriss. Und Herr Goldschmidt hat schon gesagt, die Gasnetze werden sich verändern. Das ist vollkommen klar, und gerade beim Thema Wasserstoff ist gerade viel Diskussion, sei es irgendwie, dass das große Ferngasnetzbetreiber versuchen, eigene Wasserstoffstrukturen aufzubauen. Die Frage, brauchen wir in Zukunft noch alle oder auch nicht? Wir sind fest davon überzeugt, dass das Gasnetz auch in Zukunft eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Die Sache ist auch noch nicht ganz abgeschlossen natürlich, also die Analyse, beziehungsweise wir sind laufend dran, das weiterzuentwickeln und die Gasnetze auch die Dekarbonisierung wirklich der Energieversorgung voranbringen. Warum ist das so? Wir haben natürlich im Moment noch fossiles Erdgas, aber der Anteil des Biomethans steigt kontinuierlich, und natürlich auch beim Thema Wasserstoff, was in aller Munde ist, wird es perspektivisch, ich sage auch bewusst perspektivisch, weil wir im Moment noch andere Anwendungsfelder zuerst haben, die Möglichkeit geben, Wasserstoff, gerade wenn man es auch wenn man die Entstehungskosten und regulatorischen Strompreisbestandteile runterreduziert, die auch perspektivisch in Wärme nutzen können. Wir zeigen das zum Beispiel auch in Brunsbüttel, wo wir Wasserstoff ins Wärmegas und ins Wärmenetz und ins Gasnetz einspeisen. Außerdem, und das muss man auch sagen, bei neuen Gebäuden, hat Herr Goldschmidt gesagt, kann man über Wärmepumpen, Solarenergie sehr viel machen. Was wir aber auch viel haben, gerade in ländlichen Regionen, haben wir viele Bestandsbauten, wo man nicht nur allein mit Wärmedämmung und eine Elektrifizierung so gar nicht so einfach notwendig ist. Da wäre es viel einfacher, wir schaffen es, den Energieträger, sprich das Gas, grün zu bekommen, das dann in die Häuser zu bekommen, wo es dann auch mit der bisherigen, ich nenne es mal Heizinfrastruktur, sprich dem Gaskessel, auch genutzt werden kann und dann trotzdem eine grüne Wärme oder CO2-freie Wärme dann erzeugt werden kann. Weshalb wir dann davon ausgehen, oder was unser Ziel ist, perspektivisch durch in immer höheren Anteil an Biomethan plus einer Beimischung von Wasserstoff sukzessive die Gasversorgung auch zu dekarbonisieren. Vielleicht da nochmal ein kleiner Schlenker zu Wasserstoff. Warum ist im Moment es immer noch sehr schwierig, Wasserstoff ins Erdgasnetz einzuhalten? Sie haben im Moment die regulatorische Hürde noch, dass maximal 2% des Erdgases oder des Erdgasgemischs, was im Moment in den Netzen fließt,
darf maximal nicht reines Erdgas sein. Warum ist das so? Zum einen wegen den Erdgastankstellen, zum anderen auch teilweise wegen der Industrie, weil die gewisse Reinheitsgrade benötigen. Wir haben das erfolgreich getestet, dass aber grundsätzlich die Gasinfrastruktur ganz ohne Probleme bei 10 bis 20% genutzt werden kann dafür. Sprich, das ist möglich, aber im Moment halt aufgrund der regulatorischen Voraussetzungen, sprich auch auf gewisse Marktteilnehmer, die ein sehr pures Erdgas einfach benötigen, das noch nicht möglich ist, das weiter zu erhöhen. Zweiter Punkt, den ich noch mal ganz kurz einweisen möchte: Die Einspeisung von grünen Gase ins Gasnetz ist auch ein Ticken komplexer technisch wie die Einspeisung von grünem Strom ins Stromnetz. Sie brauchen dann immer eine Gaseinspeisung, die dann vor dem Gasnetz dann vorgelagert ist. Das sehen Sie bei allen relativ großen Biogasanlagen, als auch bei Wasserstoff ist es so. Das funktioniert von der Technik her relativ ähnlich, aber Sie haben erstmal einen relativ großen Messraum, wo dann die Qualität des Gases etc. als auch der Druck gemessen wird, dann entsprechende Umwandlungen stattfinden, sodass das Gas wirklich am Ende in der Lage ist, sauber und gut oder in der gewohnten Qualität auch in Beschaffenheit ins Erdgas reinzuspeisen. Diese Anlagen für jeden also Netzanschluss, nenne ich es jetzt mal sehr plastisch, diese Einspeiseanlagen, kosten ungefähr so je nach Größe zwischen 3 und 6 Millionen. Das ist auch der Grund, um es mal sehr salopp zu sagen, warum man nicht aus jedem kleinen Komposthaufen das entstehende Gas ins Gasnetz einspeisen kann. Das Gute ist, dass die Kosten zwar deutschlandweit auch gewälzt werden und das auch der Fall ist, aber deswegen sehen Sie auch bei den Biogasanlagen normalerweise Anlagen mit einer gewissen Größenordnung. Wir sprechen da, je nachdem, wie man sieht, entweder von mindestens 3 Megawatt, wenn wir schon auf das reine Biogas runtergehen, beziehungsweise eher Erzeugung von 7 bis 8 Megawatt, weil dann das Gas noch entsprechend aufbereitet werden muss, um einfach ins Gasnetz eingeschaltet werden. Um es mal ein bisschen abzuschließen zum Gasnetz. Sie sehen, da ist auch gerade einfach viel im Wandel, aber Grundsatz wird auch viele Teile der Gasverteilnetze die Möglichkeit haben, auch in Zukunft, gerade wenn wir schaffen, den Energieträger weiter zu dekarbonisieren, auch eine Zukunft zu haben. Gehen wir vielleicht einmal noch mal ganz kurz ins Stromnetz. Das ist ein Thema, was uns ja gerade in Schleswig-Holstein noch geläufiger ist. Wir sehen überall die Trassen. Als Herr Goldschmidt viel erzählt hat, gerade von Westküstenleitungen etc., dann hat er das gemeint, was unten bei der Höchstspannung ist. Also das, was wir bei diesen was Sie auf der Folie sehen, diese grauen Spannungsebenen. Wo wir dann, sage ich mal, eingreifen, ist ab der Hochspannung, Mittelspannung, Niederspannung, das ist dann, was zu Hause dann irgendwo aus der Steckdose kommt. Das hieß früher oder heißt immer noch, also Goldschmidt hat es nachgelagerte Netze geteilt, de facto sind es aber Verteilnetze. Woher kommt das so? Man sieht es oben, alte Energiewelt, ich habe ein Kraftwerk, schickt es in die Höchstspannung, dann in die Hochspannung, Mittelspannung und dann verästelt sich das immer weiter. Man kann es so ein bisschen sehen wie Autobahn, Bundesstraße, Kreisstraße und dann die Einfahrt vorm Haus, um das sehr salopp zu sagen. Wenn wir aber heute in der neuen Energiewelt denken, ist das ja ganz anders. Wir haben ja nicht nur den Lastfluss vom Kraftwerk in die eine, da haben wir noch ein paar, die laufen, aber vieles wird ja gerade bei uns dezentral durch die Windparks und jetzt auch immer mehr durch die PV-Anlagen verfolgt. Sprich, wir haben den Lastfluss nicht nur in eine Richtung, sondern auch komplett in die andere Richtung. Das heißt, es ist ein kontinuierlicher Austausch auch an der Energie, sowohl von der Höchstspannung zur Hochspannung runter, aber natürlich auch dann in die andere Richtung zurück. Und das führt dann auch dazu, dass dann über diese Stromleitung, wie es so heißt, wir haben ja noch einen Stromüberschuss in Schleswig-Holstein, dass der dann, ich nenne es mal, über die Elbe nach Süddeutschland transportiert ist. Wo wir hier aber ein großes Problem haben, ist im Moment noch, und ich habe es oben so ein bisschen eingekreuzt, ist diese Kostenwälzung, also Netzentgeltwälzung. Früher hat das Sinn gemacht, dass man sagt, über jede einzelne Spannungsebene kriegt man gleich mal eine kleine Briefmarke und hat dann am Ende seinen Strompreis. Heute macht das aber nur noch bedingt Sinn, weil natürlich, und ich habe es gerade eingangs gesagt, wir investieren im Moment 300 Millionen für dieses Jahr für neue Netze. 200 sind für erneuerbare Energien, mehr oder weniger. Diese 200 versorgen aber nicht nur uns in Schleswig-Holstein, sondern auch tragen auch dazu bei, dass die Verbraucher außerhalb von Schleswig-Holsteins mit grünem Strom aus Schleswig-Holstein beliefert sind. Sprich, die Verbraucher in süddeutschen Mitteldeutschland zahlen zwar mit der EEG-Umlage, unterstützen sie zwar die Erzeugung, die Kosten für den Netzausbau, gerade auf den unteren Spannungsebenen, bleiben aber hier in Schleswig-Holstein. Und das ist auch der Grund, weshalb in Schleswig-Holstein die Strompreise in ganz Deutschland mit am höchsten sind. Das hat nichts damit zu tun,
weil der grüne Strom in der Erzeugung so viel teurer ist, sondern weil die nachgelagerte Netzinfrastruktur, die dafür notwendig ist, dass die Kosten, die dafür da sind, größtenteils bei den Verbrauchern vor Ort sind. Und das ist natürlich eine Ungerechtigkeit, wo man ganz klar ran muss. Und das ist auch so ein Thema, wenn wir jetzt schon ein bisschen abschließen, dann wo wir im aktuellen politischen Rahmen sind. Ich habe es gesagt, wir werden hier als Verbraucher schon über Gebühr mit Kosten belastet. Gleichzeitig aber auch wir als Flächennetzbetreiber haben, sei es im Konzessionsbewerb und in anderen Bereichen, auch viele Nachteile gegenüber anderen Netzbetreibern aus Süddeutschland oder in städtischen Gebieten. Diese berühmte Stadt-Land-Fairness. Und da, der Frau Goldschmidt hat es gesagt, wir haben Themen, verschiedene, aber das ist eins der ganz, ganz großen Themen, wo wir auch noch mal ran müssen. Nicht nur wie neues EEG aussieht, aber wie kann auch eine faire Verteilung hoffentlich positiv für die Erzeugerregion, für den notwendigen Infrastrukturausbau funktionieren, dass die Kosten nicht nur in den Regionen, also in den Erzeugerregionen bleiben, sondern dann auch von allen getragen werden. Weil es kann natürlich nicht sein, dass wir der Stromproduzent für den Mittel- oder Süddeutschland sind, die Kosten aber nur hier bleiben. Sprich, da muss einiges getan werden, damit hier im Norden eigentlich die Strom, also eigentlich müssten doch hier vor Ort die Strompreise, wenn man die Windanlagen in der Nachbarschaft haben und davon profitiert, günstiger sein, als wenn man Mittel- oder Süddeutschland ist. Und das ist im Moment nicht der Fall. Das liegt an den falschen regulatorischen Ansätzen, beziehungsweise es zeigt wieder, ich habe es in der letzten Folie gezeigt, wir sind einfach in der Realität schon signifikant weiter, als die Politik oder die Regulatorik kommt mit der Umstellung der Energiewelt, hat das noch nicht in die Gesetze gegossen, sage ich mal. Und da ist zwingender Handlungsbedarf. Gleichzeitig, und das ist auch ein Thema, ist es so, dass wir Investitionsbedingungen, wir werden weiter viel mehr in die Netze investieren müssen. Das ist ganz klar. Brauchen wir aber auch einen regulatorischen Rahmen, den es so bisher noch nicht gibt, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, die notwendigen Mittel, und das sind über die nächsten Jahre, werden das zig Milliarden sein, auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen, um wirklich in die Erde gut verbuddeln zu können. Hier werden die Investitionsbedingungen immer schlechter. Und somit dann auch die Perspektive, den Netzausbau weiter so stark voranzutreiben, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, immer unattraktiver. Sprich, wenn wir auf der einen Seite wollen, dass es heißt, wir dekarbonisieren, wir elektrifizieren weiter, heißt das zum einen mehr Netzausbau. Und das heißt auch zum einen, dass wir sagen, wir brauchen gute Investitionsbedingungen. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch als Verbraucher vor Ort dann daran gewöhnen, dass man halt immer oder so, dass man regelmäßig auch mit Infrastrukturmaßnahmen dann auch zu tun hat. Sprich, wir brauchen neue Leitungen. Das wird einfach nicht anders funktionieren, weil wir können nicht signifikant mehr grüne Energie transportieren mit der gleichen Anzahl an Netzen. Wir können die natürlich optimieren, aber wir brauchen insgesamt mehr. Das ist vollkommen klar. Zusätzlich, wie ich es eingangs schon gesagt habe, wenn wir eine Energiewelt zu Ende denken, ist der vierte Punkt Infrastruktur, also der vierte Punkt von Herrn Goldschmidt, Infrastruktur einer der ganz, ganz wesentlichen Treiber. Wenn wir den vergessen mitzudenken oder den zu wenig beachten, wird das nicht funktionieren. Also wir können natürlich Erneuerbare bauen, wenn der Strom da nicht abtransportiert wird, ist dann auch niemand geholfen. Und nochmal das Letzte. Bei den Erzeugerregionen, und ich glaube, das sieht man auch hier in der Community, wir haben wahnsinnig tolles Wertschöpfungspotenzial insgesamt, neue tolle Jobs, wir kriegen gute Fachkräfte. Da vielleicht nur so ein Beispiel, wir sind mittlerweile der beliebteste Arbeitgeber in der Energiebranche, auch zum Teil, weil wir uns so stark den erneuerbaren Energien und dem Klimaschutz verschrien haben. Das bedeutet, wir haben hier als Schleswig-Holstein als Region eine wahnsinnige Möglichkeit, die Region weiter auch aufzuwerten. Das heißt aber sowohl für die Erzeugung, dass da nicht weiter Steine in den Weg gelegt werden können bei den Genehmigungen, als auch natürlich mit Infrastrukturausbau, dass das dann einfach schneller und besser geht und die entsprechenden regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen stimmen müssen. Dann, glaube ich, können wir auch insgesamt als Region weiter wachsen und für uns auch da nochmal noch eine stärkere, ich nenne es mal grüne Erzeugungs- oder Energie hier aufbauen. Vielen Dank. Danke, Herr Cohen, fürs Erste. Gleichzeitig denke ich, Herr Goldschmidt hat schon 5 Zettel vollgeschrieben, weil Sie ihn so oft zitiert haben und man überlegen muss zu sagen, hat er auch an allen Stellen genickt oder hat er wieder so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt? Das sollte gleich ein Thema sein. Ich habe 2, 3 Fragen auf Lager, die ich aber da tatsächlich in diese Runde reingehen will. Also danke für den ersten
Input, wie es so schön heißt. Ich verweise alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf unseren Chat. Wenn Sie Fragen haben zu einem Thema, zu beiden Themen oder an Herrn Goldschmidt, dann bitte schreiben Sie sie einfach rein. Wir wollen sie dann in der nächsten Runde aufgreifen. Aber wie gesagt, zum ersten Input gehört auch der zweite Input. Und jetzt muss ich kurz rüberschauen. Jetzt gehe ich weiter an Urs Wahl, den Pressehäuptling, nenne ich das mal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Public Affairs bei Aquaventus. Und da gucken wir eigentlich Richtung Helgoland. Sind Sie eigentlich auch seekrank oder haben Sie damit keine Probleme, Herr Wahl, wenn Sie da rüberfahren müssen Richtung Insel? Mit Seekrankheit. Also moin erstmal. Erneuerbaren Community, lieber Herr Koch. Ich werde nicht seekrank. Ich bin Bremer. Insofern nicht direkt am Meer, aber doch nahe. Ich wollte nur sagen, auf der Weser ist nicht so wahnsinnig viel Schaukelei, das ist mehr beim Fußball ein Problem. Ja, gebürtig bin ich sogar Bremerhavener. Also, ich nähere mich dem Meer. In diesem Moment grüße ich Sie alle aus Berlin. Ich sitze hier in Kreuzberg in meiner Bürogemeinschaft, was so ein bisschen den Start-up-Charakter unterstreicht, den das, was ich Ihnen gleich vorstellen möchte, auch zeigen wird. Mein Weg führt mich immer wieder nach Schleswig-Holstein, egal welcher Arbeitgeber war früher, Thales Instruments, dann Offshore Windindustrie Allianz, VDMA Power Systems, wo ich schon überall war, war ich entweder hier bei dem Community-Treff schon damals in Person, was immer schöner ist, weil das Wetter oben immer gut ist, oder auf der Husum Wind. Also insofern freue ich mich eigentlich einfach wieder da zu sein. Ich sehe auch auf der Teilnehmerliste viele bekannte Namen. Also ich freue mich sehr. So, genug zu mir. Ich gebe Ihnen die Viertelstunde, genau, Herr Wahl. Stimmen Sie uns ein, geben Sie uns den zweiten Input, lassen Sie uns nach Helgoland reisen und Sie haben das Wort. So, Aquaventus. Also, nachdem wir jetzt über das ganz Reale in Schleswig-Holstein gesprochen haben, geht es jetzt um eine Vision. Im Moment sind wir dabei, sozusagen diese Vision in die Wirklichkeit zu überführen. Aber da stehen wir noch ganz am Anfang und wir sammeln noch Fans. Diese Präsentation ist ein bisschen umfangreicher als die 15 Minuten. Ich halte mich aber an die 15 Minuten auf Kosten der Vollständigkeit. Ist aber kein Problem. Sie werden noch weiterhin von uns hören. So, also ich fange mal hier an. Deutsche Wasserstoffstrategie oder nationale Wasserstoffstrategie wird sie genannt. Auf die wir damals auch lange gewartet haben. Das war im Juni 2020. Aber wie gesagt, 5 GW Elektrolysekapazität bis 2030. Deutschland als führende Wasserstoffnation, sowas schreibt man in solche Strategien halt rein. Und Ausbau der Rahmenbedingungen Wind auf See. Wir werden also sehen, es wird um Offshore-Wind gehen. Kurze Zeit darauf, auch damit koordiniert europäische Wasserstoffstrategie. Warum sage ich das? Gut. Strategien sind schön, aber man braucht eben auch reale Umsetzung. Wofür steht also Aquaventus? Und der Name Aquaventus ist nicht zufällig so ähnlich wie Alphaventus, der erste deutsche Offshore-Windpark. Deutschland meint es ernst mit Wasserstoff. Wir schaffen 5 GW bis 2030. Weltmarktführer und Offshore-Wind hat einen großen Anteil. Und auch hier, das hat Herr Goldschmidt auch wirklich sehr gut dargestellt, da bin ich 100% dabei. Die Entweder-Oder-Nummer ist eigentlich komplett vorbei. Also es geht nicht darum, klein oder groß, Wind oder Solar, Offshore oder Onshore. Es gibt keine Silver Bullets, es gibt nicht das eine Vorhaben, die eine Technologie, die hier die Energiewende macht, auch nicht groß oder klein, ob das jetzt Schleswig-Holstein ist oder eine europäische Strategie. Am Ende müssen alle mitmachen, damit es funktioniert. Und wir bieten eben einen Baustein dazu an. Was ist unser Beitrag? Also, wenn es so kommt, wie wir das vorhaben, 10 GW Elektrolysekapazität, also 10 GW Erzeugung mit Elektrolyse auf hoher See, entspricht ungefähr 1 Million Tonnen Wasserstoff im Jahr. Wie sind Offshore-Windparks bisher angebunden? Über Hochspannung, Gleichstrom, also HGÜs, Hochspannungs-Gleichstromübertragung. So, das kann man machen, das ist auch wichtig. Aber wir wissen, den Wasserstoff, also wir werden riesige Mengen Wasserstoff brauchen. Zum Beispiel habe ich gerade heute eine Zahl gelernt, ein großes Stahlwerk würde, wenn es komplett auf Wasserstoff umsteigt, ungefähr 500.000 Tonnen Wasserstoff brauchen. Und wir sind hier bei 1 Million.
So, das heißt, die Nachfrage ist eigentlich da. So, wo kommt es denn her? Und da sehen wir, ach so, genau, zum Thema Netz. Wenn wir den Strom auf See nicht als Strom abtransportieren und wir reden hier, Sie sehen da auf dem Bild, die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone, rechts ist Schleswig-Holstein, oben links geht es dann schon nach Großbritannien. Und man bräuchte, um 10 GW Offshore-Strom abzutransportieren, 5 HGÜs. Stattdessen bauen wir eine Pipeline. Aber auch nicht sofort. Es geht erstmal los mit bestimmten Pilotprojekten. Es geht darum, vor Helgoland zwar, also Prototypen vor Helgoland zu bauen, dann größer zu werden auf einer sogenannten sonstigen Energiegewinnungsbereiche in der Nordsee, ein sagen wir immer noch Industriemaßstabpark zu bauen, aber dann letztlich das auch nur ein Vorgeschmack ist auf das, was dann später kommt. Wie Sie hier sehen, die gemeinsame Vision. Kurzer Exkurs, der Witz ist, der Wasserstoff wird nicht erst an Land produziert. Das heißt, wir machen nicht den Strom auf See, bringen ihn an Land und dort wird er umgewandelt, sondern direkt auf See. Entweder im Park, das sozusagen, da gibt es verschiedene Konzepte in einer zentralen Plattform, oder direkt an der Anlage. Auch da gibt es verschiedene Anbieter, die das vorhaben. Und dann eben per Pipeline an Land gebracht werden. Los geht es witzigerweise in der Ostsee, schon sehr bald mit einem Elektrolyseur-Prototypen, der erstmal durch Solar gespeist wird. Also wir sehen auch hier, ich sage jetzt mal, Scheuklappen bei Technologie und Innovation machen überhaupt keinen Sinn, weil da geht es jetzt erstmal darum, im Wasser Elektrolyse zu starten. Dann vor Helgoland, und da haben wir es mit Helgoland, auch im Rahmen der Ertüchtigung des Südhafens die entsprechende Infrastruktur jetzt auch anzufangen und hier auch die Dekarbonisierung, das ist sozusagen ein Teil des Ganzen, der Insel voranzubringen. Klar, alle Kommunen dieser Welt müssen eigentlich eines Tages CO2-frei sein, aber warum nicht anfangen in Helgoland oder auf Helgoland? Dann geht es weiter, hatte ich gerade schon erwähnt, zwei Pilotanlagen mit dem dezentralen Konzept, also Elektrolyseur im Turmfuß. Ansonsten ist es eine ganz normale Offshore-Windanlage mit ganz normalen 14 Megawatt. Auch hier ist natürlich in den letzten Jahren einiges passiert technologisch. Und dieser Wasserstoff soll dann mit einer kleinen Pipeline, die also vergleichsweise klein ist, dann auch schon direkt zur Insel geleitet werden. Sie sehen, wir reden hier wirklich auch schon über die nahe Zukunft. Jetzt geht es weiter mit verschiedenen, also mit der Dekarbonisierung der Insel weiter. Ich gehe das jetzt durch. Und dann in diesem Sonderenergiebereich, also SEN, sonstige Energiegewinnungsbereiche, Nordsee. Es gibt auch ein SEO in der Ostsee, aber wir sprechen hier über die Nordsee. Und da soll dann der erste Park entstehen mit 290 MW. Das sind dann ungefähr 20 Anlagen. Die Präsentationen für die es dann nachher nochmal genauer lesen wollen, können wir gerne im Anschluss zur Verfügung stellen. Deswegen will ich jetzt gar nicht hier alles vorlesen, beziehungsweise ich bin ja auch erreichbar und es gibt uns ja auch dann noch in Zukunft für Nachfragen, auch gleich noch im Chat und so weiter. Gut, dann wird auch noch geguckt, in den Seeverkehr reinzugehen. Also hier erstmal den Tourismus zu dekarbonisieren, auch für Helgoland. Hier geht es ja auch darum zu zeigen, dass das geht. Ja, irgendwo muss man anfangen, kann man sagen, damit wird man die Welt nicht retten. Stimmt, aber es ist ein Teil davon. So, Aquaductus, und da reden wir über die Leitung, die dezidierte Wasserstoffpipeline bis in diesen sogenannten Entenschnabel, den Sie oben links sehen im Nordwesten, der heißt eben so wegen ihrer Form. Eigentlich sieht die Nordsee ja nicht so aus, sondern wir denken hier, das nehme ich gleich vorweg, auch sowieso europäisch und über Grenzen hinaus, weil wir haben ja auch Flächenkonflikte. Also wenn diese 10 GW dieser Form in Deutschland nicht realisierbar sind, kann man auch noch drüber reden. Oben links ist die Dogger Bank, die teilen wir uns mit verschiedenen anderen Ländern, hauptsächlich UK, das dahin zu erweitern. Die Anbindung erfolgt landseitig. So, da müssen wir jetzt gucken, wo. Das hat auch genehmigungsrechtliche Hintergründe, aber sie wird ab da und da übernimmt dann quasi das landseitige Netz, also zum Beispiel Hanseberg, ja,
den grünen Wasserstoff von See. Und wir reden hier auch schon von 2030, also im Prinzip morgen in Energiewende zusammenhängen. Bis dahin soll das erste Gigawatt, das wird natürlich parallel vorbereitet, geplant, ausgeschrieben. Ich langweile Sie jetzt nicht mit den Details von Offshore-Genehmigungsverfahren, weil darum geht es jetzt sozusagen bei der Darstellung der Vision nicht. Und da wären wir schon bei den ersten 100.000 Tonnen. Dann wird es groß. In den Folgejahren entstehen nach und nach 10 GW. Zur Erinnerung, wir sind jetzt Offshore-Wind, Nordsee und Ostsee in Deutschland insgesamt bei 7,2, glaube ich. Das heißt, es ist mehr als das, was wir bisher haben. Die zentrale Pipeline steht allen offen, sozusagen Teil des Netzes, und ersetzt, wie gesagt, 5 HGU-Stromleitungen, die ja auch allesamt einen Eingriff in die Umwelt darstellen. Also insofern ist hier auch weniger Flächenverbrauch und weniger Eingriff in die Umwelt. Es ist eine Industrieanlage, es ist ein Eingriff in die Umwelt, das ist so. Aber auch hier muss man natürlich mit Maß umgehen. Dann, das hatte ich schon angedeutet, europäisch gedacht, man kann eben auch im Nordwesten dann an das an andere Netzwerke sich anschließen. Endpunkt Dogger Bank bindet dann an die North Sea Wind Power Hub Initiative. Mal sehen, wie sie dann heißen wird. Wie gesagt, auch da kann ich immer nur auch als ehemaliger Mitarbeiter einer Europaabgeordneten immer sagen, Europa lohnt sich auch an der Stelle. Großbritannien wird sich auch in dem, es ist zwar eine Insel, aber hat keinen Keil in den Boden gehauen und schwimmt weg, sondern wird sich auch da an Europa weiter anbinden, ob jetzt in der EU oder außerhalb. Aber das nur als Exkurs. So, 2035, also da reden wir in 14 Jahren. Ist auch ziemlich nah. Das ist sozusagen die schematische Darstellung. Aquaventus ist eine Initiative, die getragen wird von Projektkonsortien, also sozusagen der Leitung, den Parks, den auch verschiedenen Forschungssachen, wo jeweils Konsortialpartner drin sind. Hier steht 26 Gründungsmitglieder, aktuell 40. Ende des Monats sind wir bei 50. Sage ich auch sehr gerne, Hansewerk ist seit Anfang an dabei, was wir großartig finden. Und das EESH hat heute den Mitgliedsantrag eingereicht, worüber wir uns auch sehr freuen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden Mitglied. Es gibt ja keinen Grund, sie abzulehnen. Also sozusagen, das sind nur formale Dinge. Das heißt, sie alle sind eigentlich auch schon dabei. Gut, das ist der Vorstand. Das ist das eine auf den Punkt gebracht. Wir reden also über großskalige Offshore-Entsorgung. Wir lesen immer wieder in der Presse, wo überall, ich sage das jetzt, sagen wir mal, halb ironisch, die Wasserstoffrevolution in Kleve oder Berchtesgaden aufgerufen wird mit ein paar hundert Kilowatt. Das muss es geben, aber wir sind natürlich auch raus aus der Prototypenphase, aus der Erprobungsphase ein Stück weit. Das muss in den Industriemaßstab rein und der fängt halt im 100 Megawatt beziehungsweise Gigawatt-Bereich an, ja, wenn wir uns die zukünftigen Verbräuche angucken. Weil auch, es wird ja gesagt, wo soll der Wasserstoff herkommen? An der Diskussion beteiligen wir uns eigentlich nur am Rande. Selbst wenn man aus Chile oder Kanada oder Marokko grünen Wasserstoff importieren würde, und das, da würde ich auch mal ein Fragezeichen dran setzen, weil die es vielleicht auch selber brauchen möchten, eine heimische Produktion muss es geben im großen Maßstab. Aufeinander abgestimmte Projekte, hatte ich gerade schon gesagt, es gibt diese Projektfamilie, die heißen dann Aquaductus, Aquaprimus, Aquacampus, Aquanavis, wie auch immer, werden eben schrittweise vorgehen. Das heißt, manche Staaten, wir werden bald eine Pressemitteilung kriegen von den Konsortialpartnern, die das Aquaductus, also die Pipeline starten. Ich glaube, Montag nächster Woche schicken wir das raus. Ja, das Konzept wirkt umfänglich gleich auf mehreren Ebenen. Erzeugung, Infrastruktur, Industriepolitik. Und da reden wir über Schleswig-Holstein, weil es sozusagen auch natürlich regionale Wertschöpfung nach sich zieht, wenn so ein Park gebaut und gewartet wird. Naturschutz und natürlich nicht zuletzt Klimaschutz. Wir verbinden, und das nochmal zum Thema Industriepolitik, verbinden mehrere Wertschöpfungsketten, die Offshore-Windindustrie, die an sich ja schon eine Zusammenfügung war von Energiewirtschaft und maritimer Wirtschaft und Logistik.
kommt jetzt noch die Gaswirtschaft dazu, natürlich Forschung und Innovation. Wir werden Innovationen brauchen, die es heute noch nicht gibt, aber wir werden sie bekommen, auch im Rahmen von Aquaventure. Hier noch ein kurzer Überblick. Wie gesagt, das ist jetzt schon gar nicht mehr aktuell. Wo haben wir die Hansewerk? Zweite Zeile ganz links. Da ist bis Ende des Monats noch mal eine ganze Reihe drunter. Und das ist ja wirklich von bis. Also so die großen Erzeuger. Und jetzt kommen, da sind Gashändler dabei, Rechtsanwälte, Linde als sagen wir mal, nicht ganz unbeschlagen oder auch Anbieter von Elektronik, Windturbinen etc. etc. Maritime Branche. Also es wächst. Es ist sozusagen gleichzeitig Verband und auch Industrieinitiative. Mein Job bei dem Ganzen, ich bin gar nicht der Pressemensch so sehr, sondern vielmehr der Public Affairs Mensch, was eigentlich bedeutet, ich laufe in Berlin rum und erzähle das, was ich Ihnen erzähle, auch denen, die hinterher die Rahmenbedingungen schaffen sollen, schaffen werden. Und da können wir auf den September natürlich gespannt sein, was sich da ergibt. Klar ist, an der Dekarbonisierung führt ein Weg vorbei und der führt direkt in die Katastrophe. Alternativlos will ich nicht sagen, aber man wäre doch wirklich schlecht beraten, Dekarbonisierung, nicht nur im Strombereich, auch in der industriellen Nutzung und so weiter, konsequent voranzutreiben anhand guter Beispiele, engagierter Bundesländer, einer starken Community wie Sie und eben auch Initiativen wie Aquaventus, wo wir sagen, okay, jetzt liefern wir. Ich hoffe, ich bin der Zeit geblieben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben. Wir haben auch einen Imagefilm. Ich glaube, der Link dazu kommt dann auch nochmal im Chat. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Wahl. Der Link ist gerade schon mal in unserem Chat aufgelistet von unserer Kollegin Frau Rosenburg, die das Ganze im Griff hat. Danke, Herr Wahl. Sie haben so oft über Politik geredet, über den September, und ich musste dreimal bei drei Formulierungen von Ihnen lächeln. Helgoland wird grün. Da freut sich möglicherweise Frau Baerbock. Das war die eine Formulierung. Dann fing Ihr Beitrag an mit, die Würfel sind gefallen. Das hat der Söder heute Morgen oder heute Mittag gesagt. In diesem Falle für ihn zum Nachteil. Und das Dritte, und da würde ich Sie jetzt gerne einstimmen, und damit ist auch unsere Runde auf. Herr Goldschmidt und Dr. Jensen sind auch wieder mit dabei. Sie haben gesagt, man braucht Visionen. Und ich will dieses sehr plumpe Zitat nochmal nehmen von Helmut Schmidt. Wer Vision hat, muss zum Arzt. Aber an Sie trotzdem die Frage, Herr Wahl, wenn Sie jetzt sich einen Arzt aussuchen müssten, zu welchem müssten Sie denn gehen? Zu dem Wirtschaftsministeriumsarzt, zu dem Herrn Goldschmidt-Arzt. Welche Ärzte brauchen Sie denn, um aus Ihren Visionen Wirklichkeit machen zu können? Also Ärzte braucht man ja eigentlich nur, wenn man krank ist. Ich denke, dass im Moment die Ressortverteilung so ist, dass das Wirtschaftsministerium, Wirtschafts- und Energieministerium im Bund natürlich die größte Verantwortung und die größte größten Entscheidungsumfang hat. Aber wir wissen ja nicht, wie es in einer wie auch immer gearteten zukünftigen Bundesregierung aussehen wird mit dem Zuschnitt der Ressorts. Ja, natürlich sind mehr, also viele sind tangiert. Es geht hauptsächlich um Energie, es geht aber auch um Industriepolitik, es geht auch um Infrastruktur natürlich. Und Steuern, Abgaben, Umlagen. Ja, wir kriegen Wasserstoff, also da sind wir bei Finanzen. Ja, wir kriegen grüne Energien und diese Ungleichverteilung zwischen der alten Welt, der fossilen Welt, die in mannigfaltiger Weise noch begünstigt und subventioniert wird, direkt oder indirekt, hin dazu, dass das, was wirklich keine Grenzkosten hat oder sozusagen und vor allen Dingen keine Nachfolgekosten oder geringe, dass das die gerechte, sozusagen die richtige Chance kriegt, um dieses Ziel zu erreichen. Also insofern, Steuern, Abgaben, Umlagen wird in der nächsten Legislatur ein Hammer-Thema, aber auch eben für alle Ressorts. Das können wir nicht nur mit den Haushaltern oder den Steuerleuten machen. Und wir brauchen natürlich die Länder. Ja? Aber bei Schleswig-Holstein mache ich mir dann wirklich überhaupt keine Sorgen. Die kommen jetzt ja vielleicht. Herr Goldschmidt, ich habe gerade dieses, wie gesagt, vielleicht einfach schwierige Bild noch genommen.
wer Vision hat, muss zum Arzt und der Wahrsager zum Arzt muss nur, wenn man krank wäre. Wie empfinden Sie sich in dieser Rolle, wenn Sie jetzt gerade diese Vision hören? Sagen Sie, jawohl, da sind wir, Anführungsstrichen, nicht Krankenhaus, sondern wir sind sozusagen ein Weichenstellhaus? Oder wie empfindet sich das Ministerium da? Sagen Sie, die machen das genau richtig oder die sind viel zu schnell, das passt gar nicht mit unseren Visionen zusammen. Wie sehr müssen Sie bremsen oder müssen Sie Gas geben und wen brauchen Sie dazu noch? Ja, also erstmal muss man sagen, Herr Wall hat es ja auch schon gesagt, die meisten Fragen, die für das Projekt ganz relevant sind, sind ja ökonomische Fragen und Fragen der Regulatorik. Und das sind Fragen, die in Berlin beantwortet werden müssen. Insofern könnte ich es mir leicht machen und sagen, das soll sich Herr Wall mal in Berlin mit auseinandersetzen. Tun wir aber nicht, weil wir das natürlich als Landesregierung ein ganz wichtiges Projekt, auch ein Leuchtturmprojekt, sehen und gut finden und weil es auch zur Wasserstoffstrategie, die wir uns gegeben haben, zum Beispiel gut passt und weil ich schon auch glaube, wenn man 29 Jahre Zeit hat, die Wirtschaft umzukrempeln, dann braucht man eben auch Visionen und dann braucht man auch sozusagen einen selbstbewussten Antritt und dann muss man eben auch mal sagen, was man da machen will. Und das Projekt passt gut ins Bild. Ich wäre ein bisschen skeptischer, wenn Herr Wahl jetzt hier sagen würde, genau so muss es kommen. Genau so muss es sein und nichts anderes als das. Aber das tun die ja, die Kollegen von Aquaventus ja eben nicht. Wir haben ja, Herr Wahl hat es ja dargestellt, einen modularen Ansatz, der sozusagen eins nach dem anderen vorsieht. Und da sind ja auch Projektänderungen und Anpassungen. Und möglicherweise wird es am Ende sogar noch viel größer als diese Vision. Ist ja alles möglich. Und das finde ich eigentlich ein ganz gesundes Rangehen. Herr Cohen, ich weiß ja nicht, ob Sie sozusagen da in der Mitte sitzen zwischen dem, die Ihnen was liefern, zwischen denen, was Sie dann wegliefern und zwischen denen, die es kriegen sollen. Sie haben ja mehrfach sozusagen, sind auch zitiert worden mit Ihrem Namen nach dem Motto, wir sind damit drin, wir tauchen immer wieder auf. Sie haben sich selbst bezeichnet, als wir sind der Schlüssel der Energiewende. Was schließen Sie denn auf oder was schließen Sie denn zu? Hinter sich die Tür zu oder vor sich die Tür auf? Also, wir hoffen, dass wir die Tür natürlich aufschließen. Vielleicht das Thema, man kann es natürlich noch platter ausdrücken und sagen, die Netze vernetzen alle miteinander. Das ist natürlich auch das andere Thema, weil es ist natürlich immer zwischen Erzeugung und Verbrauch muss jemand den Transport organisieren. Und das ist natürlich dann unsere Aufgabe. Und beim Thema Wasserstoff sind wir natürlich selber auch ganz aktiv dabei. Also sowohl bei Aquaventus als auch über die Tochter bei Aquaportus nochmal sehr speziell. Haben aber natürlich auch eigene Themen, die wir da in dem Bereich vorantreiben. Aber wenn wir heute ja schwerpunktmäßig über die Netze dann sprechen, versuchen wir natürlich da das Bindeglied zu sein zwischen hoffentlich dann einem sehr erfolgreichen Aquaventus-Projekt und dann dort, wo der Wasserstoff am Ende gebraucht wird. Herr Goldschmidt, ich hatte vorhin das Stichwort aufgegriffen bei Ihnen. Sie haben gesagt, das ist geklärt und das ist geklärt. Und ich habe Sie eigentlich in die Pause sozusagen des Nachdenkens gelassen. Was ist eigentlich nicht geklärt? Oder andersrum, was muss geklärt werden? Wo sitzen denn Sie da nicht nur wegen Wahlen und Fragen, die vielleicht politisch gelöst werden müssen, aber was ist denn nicht geklärt? Oder wo sagen Sie, das beschäftigt uns auch? Nicht gerade nachts um drei, aber was beschäftigt Sie an der Stelle, wo Sie Klärungsbedarf haben? Oder auch Fragen haben, die Sie zurückgeben jenseits der Politik, weil Sie sind ja manchmal nur Botschaftsempfänger. Ja, das ist eine ganze Latte an Punkten. Ich greife mal einfach ein paar raus. Also ein Punkt, den hat auch Herr Kuhn gerade gesagt, meine ich jedenfalls, ist das Thema der ganzen Regulatorik. Also das, was Herr Wahl vorhat, das muss ich ja am Ende auch rechnen. Und dazu gehört natürlich, dass der Strom, der in die Anlagen reingeht, sozusagen nicht noch den ganzen Rucksack der EEG-Umlagen beispielsweise mitschleppen muss, dass auch das Produkt, was hinten rauskommt, ernsthaft ein grünes Wasserstoffprodukt ist, das wiederum setzt voraus, dass es Herkunftsnachweissysteme gibt, dass, wenn man das nicht hat, wird es keine Mehrzahlungsbereitschaft im Markt geben für dieses Produkt grüner Wasserstoff. Also das ist anzugehen. Grundsätzlich für das Thema Wasserstoff ist auch die Frage des Marktdesigns nochmal relevant. Also die Frage, ist es wirklich schlau und wirklich ordnungspolitisch richtig, dass wir eine Strompreiszone haben in Deutschland? Das ist etwas, was in Berlin zu klären ist. Was mir wirklich auch viel Sorge macht und wo wir natürlich als Länder auch echt Akteur sind, ist die Frage der Flächenverfügbarkeit für erneuerbare Energien. Habe ich ja vorhin auch ausgeführt, wenn wir viele schöne Sachen machen wollen aus dem sauberen Strom, da brauchen wir erstmal den sauberen Strom.
Und da stoßen wir natürlich auch an Grenzen, was Flächenverfügbarkeit angeht und an Zielkonflikte bei verschiedenen Schutzgütern, Lärmschutz und erneuerbare Energien oder Artenschutz und erneuerbare Energien oder Flugsicherheit und erneuerbare Energien. Das sind also auch Sachen, wo wir vielleicht auch als Länder ein bisschen an Grenzen kommen, das selbst zu klären, wo wir auch eine starke Bundesregierung brauchen, die auch die verschiedenen Schutzgüter mal miteinander wieder neu abwägt, sodass wir so viel Erneuerbare produzieren können, dass wir auch die Pariser Ziele erreichen. Das sind so ein paar Punkte. Und dann ein wichtiger und letzter Punkt, weil es ja hier um die Netze geht, das hat Herr Kühn auch vorhin gesagt, die Frage, ob es wirklich noch zeitgemäß ist, dass die Netzentgelte immer nur von der Höchstspannungsnetzebene runtergewälzt werden auf die dann sozusagen dahinterliegenden Netzebenen und damit dann die Kosten doch verstärkt dann in den Erzeugungsregionen hängen bleiben oder ob man da nicht auch ran muss. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe für mehr Gerechtigkeit in der Stromnetzentgeltsystematik zu sorgen. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch ein gewaltig dickes Brett, weil es da immer um Verteilungsfragen gibt und weil es, also Sie sagten gerade, Herr Koch, Sie hätten eine sozialpädagogische Ausbildung. Gerechtigkeitsfragen sind ja dann in so Gruppen immer am schwierigsten zu klären, weil jeder ein unterschiedliches Bild von Gerechtigkeit hat. Das kennen wir auch von zu Hause. Und deswegen ist die Netzentgeltsystematik eine ganz brennende, aber auch eine oberkomplizierte und schwierige. Und wo man sich fragen kann, ob das politische System überhaupt dazu geeignet ist, diese Fragen so aufzulösen, wie sie aufgelöst werden müssen. Herr Wahl, wenn ich Ihr Stichwort nochmal nehme, Sie haben natürlich sehr visionär in die Jahrzehnte geguckt, in denen ich sozusagen schon mehr mit dem einen Stock hier durch die Weltgeschichte gehe. Wir reden über 2030, über 2035 oder ähnliches. Und wir reden auch über Energiewende. Wird die eigentlich jemals abgeschlossen sein? Ich muss das mal als sozialpädagogischer Laie fragen sozusagen. Wann ist für Sie, ich glaube, Herr Gwen hatte gesagt, dann ist die Wende geschafft. Gibt es eigentlich so eine Perspektive für Sie, auch für Sie beiden, wo Sie sagen, das ist für uns sozusagen eine Zielgerade oder kommt danach die nächste Straße? Geht wahrscheinlich auch an Herrn Goldschmidt, der sagt, ja, das ist die Frage aller Fragen. Wir sind hier nur von der Verabschiedung des Fossilen. Ich sage mal so, der wichtigste Meilenstein ist natürlich, dass wir die Fossilen aufs Kreuz gelegt haben. So, und das muss spätestens 2050 soweit sein und die Aufgabe ist einfach gigantisch groß. Und wenn wir die Aufgabe erledigt haben, dann wird es bestimmt neue Aufgaben geben. Dann kann man das Ganze noch effizienter machen oder kostengünstiger oder schöner oder sonst irgendwas. Aber diese Zielmarke, vollständige Dekarbonisierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, das ist sozusagen der wichtigste Meilenstein, den sozusagen der in einem überschaubaren Zeitraum ansteht. Ich sehe jetzt zweimal nicken bei Herrn Wahl und bei Herrn Kuhn. Vielleicht noch ergänzen darf. Das Thema ist ja zumindest in Schleswig-Holstein haben wir zumindest die Stromwende de facto ja schon geschafft, weil wir fast 170% der notwendigen Last ja auf erneuerbaren Energien hinbekommen. Da geht es natürlich dann darum, das jetzt in die anderen Sektoren, sprich Wärme, sprich Mobilität zu bringen. Wenn wir das haben, sind wir schon ein bisschen weiter. Und dann genau wie Herr Goldschmidt gesagt hat, das dann nicht nur in Schleswig-Holstein hier lokal zu haben, sprich also noch mehr lokal erzeugte Energie auch lokal zu nutzen, sondern das dann auf Deutschland, wenn wir das geschafft haben, EU und die Welt. Also ich glaube, wir werden da noch einiges an Zwischenzielen oder Zwischenetappen dann haben. Bin aber sehr froh, dass wir hier schon durch die Erzeugung auch tolle Wasserstoffprojekte und viele andere tolle Energieprojekte, glaube ich, einen guten Weg in die richtige Richtung machen. Wir müssen natürlich das Tempo jetzt weiterhin hochhalten und dann natürlich auch also alles rundherum um Schleswig-Holstein dabei unterstützen, die Ziele zu erreichen. Also, kann ich? Bitte, Herr Wahl. Also, um sozusagen bei dem Bild zu bleiben, wann ist die Wende ab? Vor Augen, jetzt kann ich ja auch ein maritimes Bild verwenden, wenn wir eine Regatta haben mit mehreren Booten, die eine Wende ausführen müssen um eine Boje rum. Dann ist sozusagen, gibt es verschiedene Boote, ja, also Gesellschaft hat mehrheitlich diese Kurve genommen, zumindest in Deutschland. Industrie ist gerade dabei, zum großen Teil, Politik nur nicht ganz. So, aber wenn man in die Boje rum ist, ist man ja noch nicht am Ziel. So, und das haben wir bei Null. Null Treibhausgase. Ich meine, also das betrifft nicht nur den Energiesektor. Das heißt, wenn wir bei Energie im Ziel sind, dann gibt es noch tausend andere Sachen. Aber deswegen würde ich sagen, das ist
die Treiber, die rum sind, die gesehen haben, die diesen Umschwung geschafft haben, Länder wie Schleswig-Holstein und andere, die eben noch eine ganz andere Energieversorgung haben, die sind auf dem Weg, und sobald sie irgendwie ja, die Boje umschifft haben und rum sind, dann gibt es auch keinen, dann können sie nicht nochmal drehen. Das entscheidet. An manchen Stellen haben wir den Punkt tatsächlich schon erreicht, das ist gut. Ich habe zwei Fragen bekommen, die gehen eigentlich beide an Sie, Herr Wahl. Die eine, da weiß ich gar nicht, ob es eine besorgte Frage ist oder ob es gleichzeitig sozusagen wieder eine visionäre Frage ist. Die Frage lautet, was geschieht mit der Wärme, die bei Herstellen von Wasserstoff in der Nordsee entsteht? Entweder steckt da eine Sorge drin oder steckt schon wieder ein Gedanke eines Potenzials, das abzuschöpfen ist. Können Sie auf diese Frage eine Antwort geben? Also unsere, sagen wir mal, Organisationskultur ist eine transparente, und da sage ich jetzt ganz ehrlich, das kann ich nicht beantworten. Allerdings, das machen wir ja, wo wir, und deswegen werde ich auch sozusagen nicht spekulieren, allerdings ist es so, wo etwas ist, was man nutzen kann, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, in den Zeitraum uns da was zu überlegen, ob es dafür eine kluge Nutzung gibt, wahrscheinlich vor Ort, für die Energieverbräuche, die es zum Beispiel ja auch in so einem Park gibt, ja. Ohne da jetzt in die technischen Details mich zu verstricken, ja. Dann mache ich es noch schwerer für Sie mit der zweiten Frage, die lautet schlicht und einfach, mit welchen Entstehungskosten der Wasserstoff auf See wird kalkuliert? Also ein Kilogramm Wasserstoff gleich so und so viel Euro. Haben Sie das auf Lager oder sagen Sie, Herr Koch, sagen Sie mal, das hätten Sie mal vorher sagen können. Ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass die Frage kommt. die ist auch völlig legitim, aber auch hier werde ich keine Zahl fragen, weil es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht darum, zunächst einmal für solche Projekte ist, den Rahmen hinzukriegen, dass es überhaupt gemacht wird. Ja? Also wenn wir ganz, ganz billiges Erdgas haben und daraus Wasserstoff herstellen, dann ist es eigentlich egal, ob der Kilogrammpreis so oder so hoch ist. Dann wäre es nicht konkurrenzfähig. Aber wenn wir das, was ich am Anfang schon gesagt habe, wenn man dieses Level Playing Field tatsächlich hinkriegt, Steuern, Abgaben, Umlagen, dann passt das. Wir werden am Anfang, ja, wir reden über Förderung, wir müssen dieses Delta auffüllen, muss auch gucken, wie sich da die Preise entwickeln. Ich erinnere daran, und da mache ich schon lang genug Offshore-Wind, dass noch vor wenigen Jahren ich Diskussionen geführt habe darüber, dass Offshore-Wind sich nie lohnen können, es ist alles viel zu teuer. Bei PV wurde das gesagt, die Kostenkurve ist granatenmäßig runtergegangen. Das kann bei Technologien in großem Maßstab einfach nicht anders sein, dass es günstiger wird und eines Tages da ankommt, wo wir haben wollen. Und über externe Kosten können wir jetzt sozusagen, hätten wir Rotwein, sicherlich noch bis morgen früh sprechen. Die sind eben anders. Ich muss noch Auto fahren. Es kam noch der Teilnehmervorschlag, liefern Sie doch die Wärme den Helgoländern für warme Stuben bei eisigem Wind. Das gebe ich jetzt nochmal als Gedankenstichwort weiter. Herr Goldschmidt, eine Mini-Frage will ich Sie eigentlich nennen, und trotzdem ist es eine ganz große. Es werden wahnsinnig viele neue Namen erfunden, Pro, Vita, Leben, Grün oder es gibt wahnsinnig viele Projekte, also so viele Projekte, dass man sich schon fast da drin, ich will nicht sagen, gegenseitig totschlagen kann. Ist das eigentlich schon zu viel Projektiererei, dass man eigentlich sagt, das kannibalisiert sich miteinander, oder ist das sortierbar? Das ist richtig. Es ist ja auch mit der bundesdeutschen Wasserstoffstrategie viel Geld ins System gekommen und viele Unternehmen haben sehr ehrgeizige Ziele zur Dekarbonisierung. Das ist auch super. Und das heißt aber auch, dass viele Akteure losmarschieren und dadurch entstehen eben viele Projekte. Und ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass aus jedem Projekt auch was wird. Das muss auch gar nicht so sein. Wir sind ja auch Marktwirtschaft. Kann auch sein, dass das ein oder andere Projekt eben nichts wird. Wichtig ist uns aber als Landesregierung, dass viele schleswig-holsteinische Projekte was werden. Und ich glaube, es gibt eigentlich kaum einen Landstrich, wo die Voraussetzungen dafür so gut sind. Weil ich war gerade auf einer Veranstaltung heute Nachmittag in Berlin, da hat vor mir Herr Pinkwart gesprochen. Der hatte auch ganz viele tolle Ideen. Da ging es aber nur darum, wie man den Wasserstoff in Nordrhein-Westfalen verbraucht. Und die Frage, wie er den erzeugt und womit er den erzeugt, konnte er gar nicht beantworten. Und das ist eben hier anders. Wir haben hier sowohl die Industrie, wir haben hier sowohl die Abnehmer mit dem Schiffsverkehr, mit der Industrie, mit dem Schwerlastverkehr etc. pp. Aber wir haben eben hier auch den erneuerbaren Strom und unsere Studien, die wir in Auftrag gegeben haben im Zuge unserer Landeswasserstoffstrategie, haben ja gezeigt,
dass wir hier auch zumindest in den ersten Jahrzehnt durchaus zu konkurrenzfähigen Preisen dann auch produzieren können. Und deshalb glaube ich, dass viele Projekte auf der Strecke bleiben werden, aber bin guter Dinge, dass nur sehr wenig schleswig-holsteinische Projekte auf der Strecke bleiben. Ich will noch mal nachfragen aus unserer Einladung. Da haben wir seinerzeit, Herr Goldschmidt, aber es geht natürlich auch an Sie, Herr Wahle, an Sie, Herr Quinn, da haben wir eigentlich auch gesagt, wir reden über Stromleitungen, welche brauchen wir? Und eine der Fragen war, vielleicht mehr zunächst in die politische Ecke, welche Rolle spielen da Speicher, zentrale und dezentrale Lösungen? Ist das eine Hauptrolle oder sagen Sie, können wir vernachlässigen, wir müssen eigentlich nur schnell sein? Die Frage nach den Speichern würde ich so beantworten, dass man erstmal definieren muss, was ein Speicher ist. Und wenn man eine große, breite Definition vom Speicher hat, dann glaube ich schon, dass wir sehr viel Speicherpotenziale haben. Also das klassische Stromnetz mit seiner überregionalen Verteilungsfunktion ist ja durchaus auch ein Speicher. Netze, Gasnetze, in denen Wasserstoff transportiert wird oder beigemischt wird, ist auch eine Form von Speicher. Batteriespeicher haben auch eine Daseinsberechtigung, weil sie zum Beispiel Must-Run-Kapazitäten und Funktionalitäten in Stromnetzen ersetzen können und sozusagen fossile Verbräuche substituieren können. Wir haben Pumpspeicherkraftwerke, also es gibt eine Menge Speicher. Viele Speicher entstehen in Hauswirtschaftsräumen bei Leuten, die sich PV-Anlagen installieren und die Wirtschaftlichkeit durch Kleinspeicher erhöhen. Ob die immer klug genutzt werden, diese Speicher, und ob da die Regulatorik schon passt, dass es auch systemdienlich läuft, kann man hinterfragen, aber Speicherpotenziale entstehen ja. Und ich glaube, dadurch, dass wir die Sektoren zunehmend gemeinsam betrachten, entsteht dadurch eben auch nochmal eine Speicherfunktion. Also ich bin da eigentlich ganz gute Dinge, aber wichtig ist natürlich, dass wir weitermachen und dass wir es nicht in diesem Anfangsstadium belassen. Wenn ich jetzt Gesichter interpretiere, habe ich bei Herrn Kuhn gesehen, dass er nickt, und bei Herrn Wahl sehe ich eine Falte, von der ich nicht weiß, ob das eine Zustimmungs- oder eine Nachdenklichkeitsfalte ist. Genau. Zustimmung zu dem Kurs von Herrn Goldschmidt, oder sagen Sie, nee, das sehen wir aus unserer Gruppe nochmal völlig anders, weil wir haben bei Hansewerk, bei unserer Hansewerk-Gruppe ganz andere Ansätze. Nein, also das ist nicht unser Thema. Herr Goldschmidt hat es natürlich komplett richtig gesagt. Die Frage ist ja auch, speichern wir Strom selber an sich als Strom in der großen Batterie, oder natürlich kann Wasserstoff natürlich da auch eine Möglichkeit sein. Sprich, wenn ich Überkapazitäten habe, wandle ich Strom in Kombination mit Wasser in Wasserstoff um, speichere den. Wir hätten in Schleswig-Holstein da auch super Voraussetzungen mit den Salzkavernen, die wir haben. Und wenn ich dann irgendwann eine Dunkel- oder Sonnenflaute habe, kann ich den Wasserstoff nehmen, ähnlich wie bei einem Gaskraftwerk, und verrückstrome den dann. Also das wäre auch eine Möglichkeit, plus die Batteriespeicher, plus, was vielleicht noch eine Sache ist, die Herr Goldschmidt nicht erwähnt hat, mit der ganzen Elektromobilität könnte man natürlich in Zukunft auch nochmal, haben wir sehr, sehr viele Tausende, Hunderttausende mögliche Speicher vielleicht auch dann am Ladenetz hängen. Und das muss man ja auch sagen, wenn man abends ein Elektroauto an die Steckdose stellt und man das einstellt, es muss morgens um 7 fertig sein, wenn ich zur Arbeit fahre, dann kann es ja vielleicht sein, gut, dann nutze ich den Reststrom abends noch, wenn ich es ans Netz schicke, weil da gerade ein Hochlauf ist, weil jeder kocht, und ich lade es dann lieber in der Zeit von 10 bis 7.30 Uhr, und es ist trotzdem bei der eingestellten Zahl, die man hat. Also die Möglichkeiten, die wir haben, diesen sehr groß. Und das ist ja das, was ich auch eingangs gesagt habe. Wir werden auch gerade im Bereich der Digitalisierung, intelligenten Steuerung noch auch weitere Schritte da machen. Aber, und da wird die Regulatorik noch nachziehen müssen. Anders wird das nicht funktionieren, weil bisher ist das alles relativ starr reguliert. Und da muss ein bisschen mehr, ich nenne es mal Beinfreiheit, auch für die Netzbetreiber dann einfach möglich sein, um, sage ich mal, so ein bisschen wie auf einer Klaviatur die einzelnen Themen ein bisschen hin und her zu spielen, sodass es dann auch funktioniert. Jetzt der Wahl, nämlich noch Ihre Gedankenfalte, nicht wissend, die wurde interpretiert als Nachdenken oder zustimmende Falte. Also letztlich geht es ja darum, die Gleichzeitigkeit von Verbrauch und Erzeugung irgendwie zu entkoppeln auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, der Speicherbegriff ist ja auch missverständlich, was so gesehen, ne? Genauso wie bei der Elektromobilität viele sagen, ja, aber ich kann mit dem Elektroauto ja nicht die Oma in München besuchen, die 900 Kilometer. Aber sozusagen den anderen 90% der Nutzung kriege ich hin.
mit dem bestehenden Konzept. Auch hier ist es bei Speichern so, nicht jeder Speicher muss alles können. Lastverschiebung ist ja im Grunde auch ein Speicher. Ja? Aber da erzähle ich nichts Neues und da bin ich auch nicht der Klügste auf dem Gebiet. Ich bin da also völlig bei den anderen beiden. Es ist die Kombination. Es ist auch einfach eine intelligente Steuerung von Verbrauch und Erzeugung. Die Digitalisierung, die ja auch, wo man ja auch sagen kann, da geht es noch weiter nach vorn. Das ist ja im Prinzip nichts anderes. Also je mehr Informationen ich über Überzeugung Verbraucher habe, desto besser kann ich beides synchronisieren. Und deswegen brauche ich Kurzzeitspeicher, bla bla bla. Auch hier, also sozusagen ohne jetzt lang zu monologisieren, es gibt ja nicht die eine Technologie. Und es wird sich möglicherweise herausstellen, dass das eine oder andere sich dann nachher nicht lohnt. Gut, ist dann so. Ne? Also werden wir sehen. Ein paar Projekte werden es schaffen, ein paar nicht. Herr Goldschmidt, ich gebe Ihnen noch eine Frage weiter. Wir haben jetzt zwei, drei Runden drin, aber eine ist noch reingekommen. Ich weiß gar nicht, ob Sie sie sehen können. Wenn nicht, lese ich sie Ihnen jetzt vor. Denn es ging natürlich um diese Geschichte, wir in Schleswig-Holstein bezahlen besonders viel Geld für den Strom. Und da steht an den Staatssekretär, warum dauert die Überwälzung der Erzeugungskosten auf die Bundesebene so lange? Das sei von E.ON Hanse schon 2008 gefordert worden. Damals scheute man sich, das einzufordern. Was ist nach 2021 zu erwarten? Erstmal würde ich gerne noch ganz kurz auf den Punkt von gerade einmal zurückkommen und dann die Frage beantworten. Wenn hinter der Frage steckt, können wir uns das mit dem Stromnetzausbau eigentlich sparen, weil wir jetzt ja andere Speicherformate haben mit dem Wasserstoffthema zum Beispiel, dann würde ich das ganz klar verneinen. Also allen Netzausbaukritikern, denen ich begegne, auf Bürgerveranstaltungen, die mir so kommen, sage ich, nee, wer sozusagen ganz viel Wasserstoff machen will, der braucht auch entsprechend starke Höchstspannungs- und Verteilnetzleitungen, sonst wird das schwierig. Das ist mir nochmal einmal wichtig festzuhalten. Und die Frage der Wälzung der Netzentgelte ist tatsächlich gefordert worden von uns, beispielsweise für die Netzentgelte, die durch den Anschluss der Offshore-Windparks entstehen oder auch für die Höchstspannungsleitungen haben wir das gefordert. Und die Bundesregierung hat da ja auch schon erste Schritte veranlasst und ist ja mit dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz da auch schon den Nordländern ein Stück weit entgegengekommen. Aber was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist auch die Rückwälzung von Netzentgeltbestandteilen aus den Verteilnetzen wieder nach oben, auf die höheren Ebenen. Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, wo wir, ähnlich wie wir das bei den staatlich induzierten Strompreisbestandteilen insgesamt gemacht haben, wo wir auch als Land dann in Berlin nochmal aktiv werden müssen. Dann mache ich jetzt mal sozusagen so einen kleinen Cut. Wir haben natürlich nur ein, zwei, drei Fragen auf Lager, aber möglicherweise werden die auch gleich in unserem besonderen Rundumschlag, wo Sie alle mit dabei sein können, auch mal beantwortet werden. Danke für diese erste Runde hier. Ich gebe einfach das erste Schlusswort zunächst an Reinhard Christiansen. Vielleicht hat er auch noch Fragen auf Lager und miteinander reden können Sie dann gleich sowieso nochmal. Aber zunächst rüber zu Reinhard Christiansen, der sozusagen als Mitgastgeber hier mit drin ist in dieser Runde. Und Reinhard, du hast das Wort. Ja, danke Carsten. Auch wenn es spät ist, aber auch von meiner Seite ein Moin. Ja, wir sehen haben ja, von dir, glaube ich, noch nicht so viel, wie wir sehen wollen. Vielleicht machst du deine Kamera noch scharf oder radioaktiv. Das macht eigentlich die hier Moderation. Eigentlich kommt, aber ansonsten höre ich dich. Und da wir alle wissen, wie schön du aussiehst, können wir dich auch mit der Stimme gut genießen. Aber jetzt sehe ich mehr von dir. Dankeschön. Wunderbar. Das ist die Technik. Wir lernen jeden Tag dazu. Ja, also für uns ist ja klar, dass wir haben ja ein Ziel und das bedeutet, dass wir in kürzester Zeit alle Sektoren mit erneuerbaren Energien zu 100% versorgen wollen. Und ich habe heute ja auch gehört, Aquaventus und so, da wird ja in großen Stil geplant. Das ist auch richtig so. Und weil eins muss uns im Klaren sein, wir werden gewaltige Mengen an Strom und dann auch an Wasserstoff benötigen, um wirklich alles umzustellen. Also wenn ich nur an die Stahlindustrie denke oder auch Zement oder auch nur an die Flensburger Stadtwerke und so. Aber wir können das leisten und diese gewaltigen Mengen können wir herstellen. Und wir brauchen da auch nicht warten, bis Offshore das richtig losgeht,
sondern an Land haben wir es ein bisschen einfacher. Onshore, gerade in Schleswig-Holstein, gibt es die ersten Projekte. Immer noch ganz wenige, muss man ehrlich sagen, obwohl sehr viele Akteure am Thema sind, sind die Projekte, ob hier nach die Anlagen, die man wirklich sehen kann, sehr dünn gesät. Aber sie kommen jetzt nach und nach. Und da wird man Leitungen auch brauchen, weil eins kann man ja auch sagen, also nicht erwarten. Wenn ich zum Beispiel dann denke, dass wir 900 Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein außerhalb von Windvorrangflächen haben, die also nicht repowered werden können, die wollen natürlich ihren Bestandsanlagen weiter betreiben, nicht unbedingt auf dem Markt den Strom verkaufen, sondern den Strom veredeln. Da wird nicht jede Anlage einen Elektrolyseur hinstellen können, sondern das muss gebündelt werden. Verschiedene Windparks werden mit neuen Erdkabel verbunden und an einer Stelle werden eben Elektrolyseure errichtet. Und von da muss natürlich dann eine Wasserstoffpipeline zu einem großen Gasnetz verlegt werden. Und da müssen wir Konzepte entwickeln und da sind wir ja auch bei und auch die Gasuni und so, das sind ja auch das Hansewerk und so. Da läuft ja was. Aber das können wir auch heute schon machen. Da haben wir ja auch schon Anträge laufen. Ich denke an dieses IPCEI-Verfahren oder was da sonst noch alles unterwegs ist. Das können wir machen. Das wird auch in den nächsten Jahren umzusetzen sein. Aber es wird natürlich nicht reichen, um den gewaltigen Bedarf zu decken. Aber ich habe mal ausgerechnet, die 900 Windkraftanlagen, das sind ja in der Regel nicht die ganz großen. Aber wenn wir die erzeugten Strom umwandeln in Wasserstoff, dann können wir damit 9.300 LKWs das ganze Jahr überfahren lassen. Und das bei 100.000 Kilometer Strecke, die sie machen. Und das ist ja schon mal eine Zahl, 9.300 LKWs. Umgerechnet in PKWs könnten wir sogar 750.000 PKWs betanken damit. Weil eine kleine, oder kleine ist ja nicht, 4,3 Megawatt Anlage, das ist jetzt also die Standardmühle, die jetzt gebaut wird, die erzeugt hier in Schleswig-Holstein 12 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Da kann ich 2000 PKWs mit Wasserstoff versorgen. Aber besser ist es natürlich auch, dass wir zweigleisig fahren. Der PKW, der kaum gebraucht wird, der nur hin und zurück zur Arbeit fährt oder so, der kann auch gleich mit Strom und Akku über Nacht und so. Aber es gibt eben die, vorhin hatte Herr Uswald ja gesagt, wer seine Oma in München besuchen kann. Na gut, ich würde sagen, da kannst du vielleicht auch mal mit der Eisenbahn hinfahren, mit dem IC. Aber wer unbedingt viel Gepäck mit hat, fährt gerne mit dem Auto. Unterwegs kann man auch tanken, auch heute schon. Da muss man keine Angst haben, das ist alles geregelt. Nein, aber was ich sagen will, wir brauchen gewaltige Mengen. Und die müssen transportiert werden. In Gasleitungen, in Stromleitungen. Da ist Schleswig-Holstein relativ in den nächsten Jahren auch gut versorgt. Haben wir ja auch neulich mit der TenneT mal gesprochen, uns ausgetauscht, die Westküstenleitung und so. Trotzdem müssen wir alle noch viele kleine Leitungen bauen, immer die Zulieferer, die auf Niedrigebene. Da ist viel zu tun und wird wahnsinnig viel investiert. Und da kommen wir natürlich zu dem Punkt, was entscheidend ist, das hat haben schon Vorredner angesprochen, der deutsche Genehmigungsrahmen für Industrie- und Infrastrukturprojekte sowie für die Raumplanung steht im direkten Gegensatz zu der für die Bekämpfung des Klimawandels notwendigen Dringlichkeit der Planung und Realisierung solcher Projekte. Wir könnten viel mehr machen, wenn das Genehmigungsverfahren viel schneller gehen würde. Es müsste zeitgleich verlaufen und es heißt ja nicht, dass wir verlangen, also aus der Branche, dass weniger sorgfältig gearbeitet werden soll. Es muss natürlich abgewogen werden, der Eingriff, der Arbeitsschutz, Abwasser, Statik, das muss alles kontrolliert, geprüft und genehmigt werden, aber es muss zeitgleich laufen, vor allen Dingen viel schneller. Und da ist die Politik gefordert, Herr Staatssekretär. Und ich weiß, Sie wissen das auch, aber wir spüren immer noch keine Veränderung. Vielleicht gibt es ja nach der Bundestagswahl, dann geht vielleicht mal ein Ruck durch, weil ich befürchte nicht, also ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass die Bundesregierung auch noch versucht, dieses Wasserstoffinitiativen in Keim zu ersticken. Ich meine, die Solarwirtschaft haben sich vor einigen Jahren kaputt gemacht. Die Windkraft haben sie auch versucht. Jetzt geht es besser. Wir hoffen, dass die Wasserstoffbranche und das andere auch alles vorankommt. Gemeinsam müssen wir ja das schaffen. Und bis 2050 ist mir das viel zu spät. Also ich will das noch erleben. Ne? Und dann müssen wir uns schneller sein. Danke.
Dann sage ich mal herzlichen Dank. Reinhard, ich habe das Gefühl, du hast einen Drehstuhl, damit du überall gucken kannst, wo alle deine Zettel liegen, wo die weiteren Informationen mit dabei sind. Es geht bei dir sozusagen rund in Elhöft und Umgebung. Dankeschön, Reinhard Christiansen. Ich sage auch Dankeschön von den Veranstaltern für ihr Interesse, ihre Bereitschaft, mit dabei zu sein, von EESH, der Netzwerkagentur Erneuerbare Energien, und LEE, dem Landesverband Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein. Schön, dass Sie dabei waren. Kurzer Ausblick da vorne. Unser nächstes Community-Treff ist für den Juni geplant. Möglicherweise in der Woche des Wasserstoffs, also um den 15. Juni herum, sollten Sie sich das schon mal gedanklich vormerken. Das ist vielleicht auch der Klickpunkt des Wasserstoffs um den 15. Juni herum. Wenn Sie jetzt weiter klicken, weiter wollen, wenn Sie mit dabei sein wollen, dann müssen Sie sozusagen die Ebene wechseln. Wir haben in unseren Chat auch gleichzeitig schon den Link eingebaut, WonderMe. Also wundern Sie sich sozusagen, wie Sie da alles treffen können. Schön, wenn Sie mit dabei sind. Ich weiß, dass unsere Referenten auch geplant haben, noch irgendwie reinzugehen. Kleines Stichwort für Sie. Sobald Sie den Zugriff auf die Kamera erlauben, wird es ein kurzes Klick geben. Dann ist Ihr kleines Foto, das ist dann nicht das, nach dem Motto, Sie waren zu schnell, sondern das ist sozusagen der Avatar, damit man weiß, wer ist mit dabei gewesen. Also, wenn Sie Lust haben, heißt es jetzt gleich nochmal miteinander netzwerken. Das Netz ist immer dazu da zu sagen, je mehr Leute man kennt, desto sinnvoller und besser ist es. Klicken Sie drauf. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ich muss gleich wieder versuchen zu schauen, was aus Söder, Laschet, aus Habeck und aus Baerbock geworden ist. Schön, dass Sie dabei waren. Ihnen einen schönen Nachmittag, schönen Abend und spätestens bis zum 15. Juni. Tschüss, und bitte jetzt rüberklicken zu WonderMe. Klick.